weeks since here met Kai Trassett, the Superman himself. Du machst alles. Du hast dein eigenes Label. Ne? Trassett Tracks. Macht noch Studium. Produziert. Macht die ganze Palette. Ja, klar. Erzähl mal, was du so alles machst. Oder habe ich schon alles gesagt? Ja, das war eigentlich schon alles so. Ich mache halt irgendwie mein Studium noch. Eigenes Label aufgemacht. Mach mein eigenes Management. Bin DJ, produziere meine Sachen selber, also ich bin nicht irgendeine Gruppe, die da zusammengecastet wird und wir stellen die mal nach vorne, weil die hübsch sind oder so, sondern ich mache einfach mein Ding selber. Das ist sehr gut, weißt du das? Ja, ich glaube einfach, es ist einfach die ehrliche Weise, ja. Also, warum hast du gedacht, okay, ich fange jetzt meine eigene Label an? Was war der Grund dafür? Ja, der Grund für das eigene Label war eigentlich gewesen, erstens noch einen Zweig mehr zu haben irgendwie, seine Sache einfach aufzubauen. Es war schon immer ein Traum gewesen, ein eigenes Label zu haben, wo ich auch die Sachen rausbringen kann, die ich sehr geil finde. Und andere Labels gesagt haben, das ist nicht unser Ding so. Und zweitens halt noch irgendwie Nummern, die ich so höre aus dem Club und sage, hey, die läuft so geil, die Platte, und keiner guckt die sich an, ja, weil die nur auf einem ganz kleinen Label ist. Und ich dachte, holst du bei mir aufs Label und auf die Trassett Tracks, Kai Trassett Label, gucken vielleicht doch mal ein paar Leute. Ich glaube schon. Und hast du schon ein paar Hits? Oder meinst du, wir verraten jetzt erstmal nichts? Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Es gibt schon die ersten Anfragen von Major Companies, die gesagt haben, also das ist ja richtig geile Echt? Nummer. Und jetzt schon Erfolg? Ja, es geht voran. Boah, Mann. Das ist unglaublich, die Feeling, oder? Ich Wenn man war alles auch, selber macht und dann passiert auch wirklich was. Ich muss auch echt nochmal also den ganzen DJs in Deutschland danken. Ich habe ja nur umgefallen, wo ich die Dancecharts gesehen habe. Ich habe gesagt, das ja, kann gar nicht wahr sein. Unglaublich, da, überall, ne? Überall irgendwie ja. Eins oder zwei. Ja. Da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Super, ja. Danke. Ja, gern geschehen, ne? Hey, okay. Dein Video, der neue Video, der Hammer. Hammer. Wo gedreht? Ja, da waren wir ja mal um die Ecke nach Thailand geflogen. Oh, da. Da waren wir auch, ne, mit Club Rotation. Ja, geil. Thailand ist echt etwas ganz anderes, super. Ne? Waren die Leute nicht krank geworden wegen des Essen oder sowas? Ja, doch. Also die haben dann irgendwie mit der Zeit irgendwas mit dem Darm gehabt oder so. Aber ich glaube, das ist normal da, weil die Hygiene ist auch ganz anders da und so. Und man muss wirklich aufpassen, ne? Ja. Was man da so isst. Aber ja, man kann nicht aufpassen. Es ist lecker, man isst Schmeckt das. Super und da. Ja, super. Und diese ganzen Leute in deinen Videos, sind die alle gecastet in Thailand oder hast du die alle aus Deutschland mitgenommen? Die sehen teuer, eigentlich ne? Viel zu gut aus, gell? Also ja, die bis super auf aus. Vier Leute sind wirklich alle da, aus, oh. Wie vom Beach geholt, ja. Und ich war auch so glücklich gewesen, dass wir so tolle Leute gekriegt haben. Ja, ne? Das ist bestimmt spaßig, wenn du dann irgendwie auf Urlaub, ne? Holiday, ja. Und dann kommt jemand, hey, you wanna be in a video? Ja, das waren teilweise ja richtige Aussteiger gewesen, die ja schon seit ein oder zwei Jahren da gewohnt haben. Echt? Und dann sag ich, oh, ich bin mit 16 nach Thailand ausgestiegen. Echt? Ja, super. Und hast du schon von dieser Man-Boy oder Man-Girl gehört? Das sind so die operierten Männer, die jetzt Frauen sind. Hast du die auch gesehen da? Nee, also das, nee? Das Aber war nicht das so mein ist eigentlich Ding normal in Thailand. Man muss immer aufpassen. Ne? Na, linke, super da. Okay, Kai. Dankeschön. Gut. Du legst später für uns auf? Ja, wir haben da... Das ist einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe... ich bin Kai Trassett. Du bist Kai Trassett. Ich kann nicht so gut tanzen. Mein Ding ist eigentlich aufzulegen und zu produzieren. Und bevor ich mich da hinstelle und jetzt ein bisschen rumhopse oder so, habe ich gesagt, ich mache einfach mein Ding und das kommt einfach ehrlich und das ist, glaube ich, besser. Du hast auch so eine Artist-Ausstrahlung. Finde ich toll. Viel Erfolg. Danke. Okay? Okay. Okay. Kai Trassett, Video Tschüss. Time. Tschüss. You know my voice is coming in. You know my voice is coming in.
violence is all over the world, man. Think about it, it's just like to deal with it. How we get it, Look by yourself, Yes, I am. Kai Tressett in the house. Check it out. When you groove to the drum beat, dance for eternity.